Ja, meine Damen und Herren, es hat mir auch ein Gefühl von Witz gegeben, als ich den Namen Bloch hört und Brasilien-Psychiater, keinen anderen, der beinahe so heißt, auch in Brasilien oft zu tun hat. Aber das sind der gleiche. Aber es hat mich tatsächlich während der ganzen Vorstellung ein bisschen gewurmt. Was soll ich da sagen? Leute um Rat gefragt auch. Ich konnte nicht ganz etwas Gescheites, wenn man gesagt habe, auch nicht ganz gescheit. Also, ich weiß nicht. Aber doch glaube ich, dass wir aus der Frage der Eifersucht im Leben doch herauskommen müssten. Denn was mich vor allem sehr bedrückt hat und vielleicht schon immer, und ich weiß doch, dass es einen Sinn hat, ist die Eifersucht Gottes, die in der Bibel vorkommt. Er nennt sich im Bild der eifersüchtige Gott. Und dann dachte ich, von dort her müsste man doch anfangen zu suchen. Wie ich gestern auch beim Geiz auch angefangen habe bei der Schöpfung und für die Wurzeln des Geizes. Was ist eigentlich Eifersucht? Im deutschen Wort könnte man sagen eine Sucht. Es könnte eine Sucht sein, des Eiferns. Man ist böse, hat Rachegefühle. Aber bei Gott, was bedeutet es dort? Und dann kam mir so, ganz vage, ich möchte es ausarbeiten, kam mir das Gefühl, das Wort Eifersucht, wie es in der Bibel vorkommt, dieses Wort könnte uns eine Antwort geben. Es heißt dort, Kana ist Eifersucht, das schreibt man nahezu gleich wie kaufen, also Besitztum. Gott ist der Besitzer, wird auch genannt Gott der Besitzer von Himmel und Erde. Sind einverstanden? Ja. Ich höre sowas zustimmend. Also, dass Gott als Besitzer von Himmel und Erde und Eifersucht ist nahezu gleich geschrieben. Der Stamm des Wortes Eifersucht und der Stamm des Wortes kaufen ist vollkommen gleich. Nur das End, der Endbuchstabe ändert sich dann. Warum hat also Besitztum und Eifersucht miteinander zu tun? Wenn wir eifersüchtig sind, ist es das Gefühl, ich besitze etwas und ein anderer nimmt es mir. Beispiel, eine Frau wird dann untreu. Ich betrachte dann die Frau als mein Eigentum, Besitztum. Denk mir, das ist nicht wohl dabei. Dann mache ich einen Sprung, mache ihn jetzt wieder und frage mich, wo kommt dann diese Eifersucht in der Bibel zum ersten Mal vor? Ich denke dann an die Geschichte von Kain und Abel, wo der Kain eifersüchtig ist. Denn der Name Kain kommt von Kaufen, von Eifersucht auch. Der Name Kain, wie die Bibel es beschreibt, weil als die Eva diesen Sohn bekommt, da sagt sie, ich habe mir gekauft bei Gott. Das steht in der Bibel so. Gekauft, vielleicht die Übersetzungen nicht ganz exakt, aber es steht dort buchstäblich wörtlich gekauft. Und der bekommt diesen Namen. Sie hat ihn gekauft, das Weibliche. Und jetzt der Kain von der Mutter, die ihn bei Gott gekauft hat, ist in sich dann derjenige, der den Weg zu Gott gern gehen möchte. Denn auch er bringt ein Opfer, so wie sein Bruder Abel. Aber ein Opfer bedeutet nicht, ich opfere etwas. Der Begriff Opfer enthält auch den, nicht auch in erster Stelle,
bedeutet mich nähern. Man möchte sich Gott nähern. Die Übersetzung Opfer ist schon falsch, verführerisch. Eine Richtung zeigt, die man opfert und sagt, ich gebe etwas weg. Nein, ich gehe einen Weg zu Gott. Ich nähere mich ihm. Also Kain will zu Gott gehen und sein Bruder Abel will zu Gott gehen. Und Abels Weg scheint gleich richtig zu sein, Kains Weg nicht, und Kain wird eifersüchtig auf Abel. Nun möchte ich den Namen ein wenig weiter analysieren. Nämlich, Kain kommt vom Kaufen. Deshalb ist Kain auch, nachher die Kains Kinder, ist einer, wie man sagen kann, wie wir schon diese Tage öfters besprochen haben, ist derjenige, der vom Naturgesetz ist, denn kaufen kann man nur etwas, wenn man zahlt und bekommt dann von dem, was man zahlt, das Gleiche zurück in andere Ware. Aber ich gebe, sagen wir, ein Schaf, bekomme eine Ziege zurück oder einen Hund. Es muss gleichwertig sein ungefähr, sonst kaufe ich es nicht. Kain möchte also seinem Namen gemäß zu Gott kommen, zu Gott. Was ist Gott? Ja, das ist das ewige Sein, die Gegenwart in Vergangenheit, in Jetzt, in Zukunft, eine permanente Gegenwart. Nicht, dass ich sagen muss, das Vergangene ist vergangen, das Kommende wird noch kommen. Nein, es ist permanent Gegenwart. Der Name Gottes, mit dem Wort Hove, bedeutet das Sein, in der dritten Person dann, das Sein, ein Er, ist eine Person also, die eine permanente Gegenwart trägt. Und der Weg dort zu Gott mit dem Opfer bedeutet, Abel erreicht es wohl. Warum? Wenn der Name Abel im Hebräischen Hevel bedeutet nichts. Eitelkeit der Eitelkeiten, wie der Prediger anfängt, steht Abel von Abel, kann man auch sagen. Gleiche Wort. Also nichts. Der hier nichts hat in Erscheinen. Die Überlieferung sagt zum Beispiel, Abel lebt nur 50 Momente, Sekunden. Eine andere Überlieferung sagt, er lebt 50 Tage. Alles zu kurz, kann man sagen, um hier noch Großes zu tun. Ein Säugling, kann man sagen. Nein, die Bibel ist Wort Gottes. Die Bibel sagt, Gott ist in uns, wir sind in Gott. Das Wort ist in uns, wir sind im Worte. Das Wort wird Botschaft, ist Fleisch. Da bedeutet es hier nicht, dass wir fragen, in der Weltgeschichte war einmal ein Kain und Abel. Es sind permanent Kain und Abel da. Aber Kain ist im Menschen das Gefühl, durch Gesetzmäßigkeit komme ich zu Gott. Und Abel ist das Gefühl im Menschen, durch nichts bei mir. Ich kann gar nichts tun, komme ich zu Gott. Ich kann nichts tun, um zu Gott zu kommen. Das werde ich kaufe dann Gott. Ich bin ein frommer Mann und schaue dann scheu zum Himmel empor, ob mir dann der Segen, Goldregen von oben kommt und dann es erhalte. Das ist also, spüren wir, das kann nicht sein. Hevel, wenn man sagt 50 Sekunden oder 50 Tage, bedeutet, es erscheint schon hier, aber so verborgen, dass keiner sieht. Wie wir auch, ich schon auch wiederholt gesagt habe, wenn ein Mensch liebt, dann ist es irgendwie da, je überschwänglicher davon redet, je mehr spürt man Heuchelei. Und, danke, jetzt wollen wir zustimmen, Applaus von nebenan. Ist er bezahlt, oder? Scheint so. Jedenfalls einer ist ganz einverstanden mit mir, sehe ich. Also, das ist dann sehr gut. Also die Frage ist also hier, wenn ich durch Werke, durch Taten, durch Frommsein oder Gutes tun, wie der Mensch vorher, ich weiß nicht, wie er hieß,
Rinaldo hieß er, nein? Geraldo. Geraldo, ja. Da, wie viel 20 Cruzeiros gab, ja. Das, da, er kann es kaufen. Man kann das nicht kaufen. Es ist etwas ganz Keusches, Bescheidenes im Menschen, wo der Mensch selber nicht glaubt, dass er so ist. Dass er was Gutes getan hat. Er glaubt von sich nur, ich sehne mich sehr nach Gott, aber ich mein ganzes Leben ist dem gegeben, aber was ich tun soll, ist sie da oder nicht da. Also Abel sehen wir, Hevel im Hebräischen, das ist durch das Verballhornte dann Abel geworden. Abel bedeutet also, wenn ich bei mir nichts spüre, das ich geben kann, dann gebe ich das Beste von mir. Wie gesagt wird, das Beste, das Fette im Bild des Traums, Urbildes. Das bedeutet, das, was wirklich wesentlich ist bei mir, die Essenz meines Lebens, die Schönheit meines Lebens, die Freude, das Glück, ist dem gewidmet. Nicht geopfert, behüte, gewidmet. Und mit dem bin ich glücklich. Und dieses kaum spüren, dass man Besonderes tut, von diesem Opfer wird gesagt, die Wolke, der Rauch geht gleich vertikal von der Erde zum Himmel. So wird es beschrieben in der Bibel. Von Kain das Opfer, das er von seinen Früchten bringt. Also man sagt schon, das Tieropfer, man meint kein Schlachten eines Tieres, bedeutet das Menschliche, das Tier ist im Bild, im Urbild, im Urtraum auch, unser Körper, unsere Existenz hier. Die Pflanze ist indirekt, ist schon wohl irgendwo da mit uns verbunden, aber nicht unsere leibliche, körperliche Existenz. Pflanze ist schon mehr weiter weg, distanzierter. Kain gibt von den Pflanzen und sein Weg, sehen wir, geht nicht vertikal, sondern horizontal. Der Rauch steigt nicht auf, sondern bleibt auf der Erde. Sein Weg, wie der Wind ihm weht, den Rauch bleibt auf Erden hängen. Da bekommt der Kain eine Eifersucht. Also er erträgt das nicht. Er greift dann den Abel an und nach vielen Geschehen, er tötet ihn. Das will sagen, so wird es auch erklärt, dass wir bei uns, wenn wir sehen, dass was wir denken, ein Weg zu Gott sein könnte, ein indirekter Weg, das bedeutet, der uns nicht engagiert und nicht integriert, sondern ein Weg theoretisch. Man sagt dann, meine Religion sagt das so, und deine sagt das so, meine Theorien sind so. Dieser Weg kommt nicht. Nur der Weg mit dem Einsatz des Lebens. Bis zum Tod, Einsatz des Lebens, mein Leben ist dazu bestimmt, so zu leben, das zu erleben, ich kenne nichts anderes. Also wenn wir indirekt wollen, mit Distanz, theoretisch, theologisch, ich meine nicht gegen die Theologen, habe schon genug gegen sie, aber ich meine im Moment nichts, dann, dass man das diese Art glaubt zu erreichen, dann kommt nicht nur der Misserfolg, dass man nicht zu Gott kommen kann, sondern die Eifersucht gegen das Verborgene. Denn Abel ist nach seinem Namen nahezu hier nicht da. Das Verborgene erscheint etwas und ist bereits verborgen. Keusch, sagt man dann. Das Verborgene ist also in uns etwas, das vom theoretischen, philosophischen gerne angegriffen wird. Es entsteht eine Aggression an der Seite des Erscheinenden gegen dieses Verborgene. Das Verborgene, von dem erzählt man, dass der Abel, als er sah, dass er Kain umbringen wollte, in ein Gefecht geriet mit Kain und dann der Abel den Kain töten könnte. Aber im Moment, als er ihn töten sollte und könnte, hat er Mitleid gehabt. Und in dem Moment tötet Kain ihn. Eine alte Geschichte. Ich habe sie beschrieben auch in meinem Buch Die Rolle Esther. Das bedeutet, dass wir eigentlich nicht aggressiv sein können
wenn wir in uns dieses Gefühl haben der Gnade, des Verborgenen, der Keuschheit, wir können nicht aggressiv sein. Wir können also auch, kann man sagen, nicht eifersüchtig sein. Die Eifersucht scheint anderswo dann zu ihren Sitz zu haben. So sehen wir, dass das Gesetzmäßige, wenn es eifersüchtig wird, tötet das Tiefste in sich selber schon, tötet in der Welt überhaupt, ist aggressiv, will alles umbringen, nicht nur in der Tat, schon in den Gedanken, wie ich schon gestern sagte, Leute, die sagen, die Welt kann nicht lange mehr bestehen. Ich habe ein Horoskop von der Welt, der sagt, in Oktober 84 oder so wird das sein, nicht zu weit, nicht zu nah, das muss ungefähr noch einige Zeit funktionieren können. Und dann lassen Leute darauf eingehen, das psychologisch abwägen, wo soll platziere ich den Untergang der Welt. Und bin sehr oft prophezeit, ist nicht gekommen, sicher nicht. Also hier sehen wir beim Naturgesetzmäßigen eine Aggression. Gerade weil der naturgesetzmäßig denkende, glaubende Mensch eigentlich nur an Gesetzmäßigkeit glaubt und von der Liebe nichts weiß. Wenn derjenige, der sagt, ich brauche nicht so mit großer Wucht zu erscheinen, weil mein Glück ist die Liebe. Welche Liebe? Ach, alle Menschen vielleicht, oder ich nehme an, ich weiß es nicht, man überlegt nicht, wie viele Leute mich lieben und ich welche ich liebe. Es ist eine Bereitwilligkeit, Bereitschaft, da anzunehmen und zu schenken. Noch nicht massenhaft zu sein, die Bereitschaft ist da. Diese beiden Seiten zeigen schon, dass der Eifersüchtige tötet in sich selber das Wesentliche. Bei ihm stirbt dann sozusagen die Möglichkeit überhaupt, lieben zu können. Weil er will vom Nichts, vom Kleinen, vom Bescheidenen gar nichts wissen. Er wird sogar böse, wenn er von ihm hört. Genauso böse, wie Kain auf Abel böse wird. Und ihn erschlägt. Als Traumbild, aber ein Urbild im Wort Gottes. Und deshalb erscheint das auch immer in der Welt. Aber Kain und Abel erscheinen bei Gott, im Wort Gottes. Und deshalb sind sie in der Welt, also Quelle des Heiligen, fließt es in die Welt hinein und erscheint es immer wieder. Und merkwürdig ist also, ich wiederhole, schließe damit ab, das erste Stück, dass der Abel, wer Asin Kain töten konnte, wird erklärt, er kann ihn jetzt töten, umbringen, hat er Mitleid. Tut's nicht. Wir sagen, Aggression ist, wie wir auch wissen, beim Sanften nicht möglich. Man kann sagen, ich schluck das, man ist böse auf mich, der sagt das, ja, sollen die selber wissen. Haben sie, wie ich immer auch selber sage, jedem Menschen geschieht das manchmal so, dass man sagt, nun, dann haben sie mich verloren. Ich wäre sehr gut mit ihnen, aber sie wollen mich nicht, dann haben sie mich nicht. Man niemand sagt, ich werde sie jetzt umbringen, aus Rach oder was, dann soll dann eben nicht, das ist Schade um ihn. Mir, ich bleibe meinem Wert, bleibt, im Gegenteil, ich fühle mich immer wichtig, schöner werden, größer werden, in dem Verborgenen, im Bewussten gar nichts. Nun sehen wir also, was ist die Wurzel dieser Aggression, der Eifersucht, ist im Erlebnis des Naturgesetzlichen. Was ist dann aber Gottes Eifersucht? Ich möchte das jetzt getrennt versuchen zu besprechen. Gott geht sicher nicht nach Naturgesetz. Gott kann die Welt umbringen, wie der Abel den Kain umbringen kann, nach dieser alten Geschichte im Midrash. Er kann ihn umbringen, tut's aber nicht. Gott könnte die Welt vernichten, seine Geliebten vernichten, tut's aber nicht. Er sei böse, geht bis zur Grenze des Tunkönnens, denn Kain sieht, wie die Geschichte dort erzählt, schon die Faust des Abel über ihn und spürt, wenn sie jetzt niedersaust, dann ist es nicht mehr aus hier. Aber sieht zur gleichen Zeit diese Augen dieses Bruders, der es nicht tut.
staunt und wird sehr aggressiv, dass er es nicht tut und tötet ihn. Das geschieht also bei uns. Gott steht schwach für uns. Wo ist Gott? Wo ist die Wucht Gottes, dass wir sagen, die Beweise Gottes sind klar in der Welt zu finden? Nein, Gegenbeweise kann man finden. Beweise für Gott, wenn man zu stark anfängt zu verzehren, hinein zu interpretieren, kann man sagen, ich konstruiere Beweise. Gott bringt keine Beweise, weil Gott gerne geliebt wird. Gott möchte, dass man ihm glaubt, ihm vertraut, ihm treu ist. Und nicht, dass man dann durch Beweise sagt, ach, gutes Geschäft, gute Beziehung zu Gott habe ich, also wir werden das ausnützen. Das wäre der Sinn der Welt verloren gegangen. Sinn der Welt ist eben eine Beziehung in Liebe. Liebe, also nicht erotisch, sexuell, sondern das auch mit einbegriffen. Aber Liebe im Totalen, vom Höchsten, wird das bis zur letzten Stufe auch kommen. Aber es fängt im Himmel an, die Liebe, und nicht hier in der Begegnung, dass wir lieben. Die Ehen sind im Himmel geschlossen. Und die Liebe, jede Liebe ist im Himmel, hat ihre Wurzel dort. Liebe zum Mensch, zum Tier, zum Pflanzen, zum Gegenstand ist vom Himmel herkommend, vom Jenseits. Also wir sehen, dass wenn das Weibliche eifersüchtig ist, ist es tötend. Wenn das Männliche, das Verborgene, ich spreche jetzt noch von Gott, der Verborgene, eifersüchtig ist, ist er sanftmütig in der Eifersucht. Er brennt vor Eifersucht. Warum? Weil er spürt, wie wir selber spüren würden, in uns selber. Dass eigentlich könnte man doch Gott in sich finden. Nicht, dass man selber Gott ist, aber Gott in sich finden, wie Gott in jedem Menschen lebt. Und auch sagen, auch ich lebe in Gott, wie es gesagt wird, Gott in uns und wir in Gott. Könnte das so empfinden, aber man empfindet das nicht, sondern versucht, irgendwie Herrschaftsmöglichkeiten, Kraftmöglichkeiten, Kräfte, Naturgesetze, oder sonstige soziale Gesetze, psychologische Gesetze zurückzufinden und sagen, von dort her kommt es. Diese Gesetze, diese Kräfte nennt man in der Bibel die Baalim. Baal ist ein Herr. Ein Herr, der sozusagen sein Haus beherrscht. Streng ein Baal. Nicht mit Liebe. Könnte man erstreng wie Naturgesetz. Wenn wir sagen, mir ist das Weltbild klar, das Menschenbild klar, weil ich jetzt naturgesetzliche Dinge bewiesen habe, dann ist Gott eifersüchtig, wenn er sagt, wo bleibt die Liebe? Ja, ich liebe das jetzt, diese Naturgesetze, die Menschen, die mit ihm zu tun haben. Das sind alles vergängliche Sachen. Fragt euch, wo kommen sie her, die Naturgesetze? Wo ist ihr Ursprung? Wenn ihr vom Urknall sprecht, vom Big Bang, dann warum fragt ihr, wo kommt der Big Bang her? Was war der Knall? Was hat geknallt? Nicht, dass es knallt, Anfang. Naturgesetzmäßig beschrieben, das weiß ich es. Ich weiß dann gar nicht, was war denn vor dem Knall? Hat die Zeit angefangen? Was war vor der Zeit, jenseits der Zeit? Das ist keine wissenschaftliche Frage, antwortet man dann. Das bedeutet, ich kann diese Frage nur, dieser Frage nur entgegentreten, mit dem Gefühl, ich glaube etwas. Ja, Gott glauben, ich sehe nicht. Das Gleiche, was denn den Geringsten unter euch tust, tut ihr mir, wie die Bibel das sagt. Das bedeutet, wenn ich imstande bin, Menschen zu glauben, zu lieben, ohne dass ich von ihnen Nutzen habe, oder Freude oder Spaß habe, sogar wenn ich dadurch wirklich, hier gilt das Wort opfern, richtig opfern, Glück, Zeit opfern muss, dann verstehst du etwas von Gott lieben und an Gott glauben. Denn die Menschen siehst du, die Tiere, die Pflanzen siehst du. Gott siehst du doch nicht. Und dann kannst du Gott nur glauben und lieben,
durch dieses, was du den Menschen tust oder unterlässest bei den Menschen, dann unterlässt du bei Gott auch. Also, dass Gott Eifersucht hat, bedeutet, warum, um Himmels Willen kann man sagen, warum versteht ihr nicht, dass der Grund eures Lebens nur Ewigkeit sein kann? Nicht eine Prolongation des Lebens hier, sogar wenn ihr 1000 Jahre leben werdet, was ist dann in 1100 Jahren? Ist doch tot. Wenn ihr 1 Million Jahre leben werdet, dann habt ihr 1 Million Jahre abzuwarten, bis der Tod kommt. Das will man doch nicht. Schaut ihr nur, dass in Götzen, die Baalim, das ist die Mehrzahl im Hebräisch von Baal, die Baalpriester, wie man das dann übersetzt, beim Propheten Elias, die Baalpriester, der im Karmel, wird auch stehen, dass, warum wollt ihr dieses, wo Liebe keine Rolle spielt? Ihr habt einen Vorteil, gleich hat Vorteil, gewiss im Irdischen. Aber was ist all der Gewinn irdisch, wenn eurer Seele Schaden zugefügt wird? Ich zitiere jetzt den Paulus doch nicht. Dann, das also hier, was hat man von all dem Gewinn? Und doch dient man gerne dem Baal. Dann kommt die Eifersucht Gottes, nicht eine fremde Macht. Gott ist in uns, Gott ist sehr intim in uns. Der Mensch als Adam, wie ich schon öfter sagte, bedeutet eigentlich Adam, ich gleiche, Anidome, im Hebräischen. Ich gleiche. Also Gott ist in deinem Leben da. Verbanne ihn nicht weit weg in Zeit und in Raum, sondern erkenne ihn in deinem Leben selber. Und dann spürst du, die Eifersucht ist in dir da. Die Eifersucht, du spürst in deinem Leben also eine Katastrophe, ein Versagen. Es ist sinnlos, wie viele Leute auch so leben in der Eifersucht Gottes und es elend haben, weil sie selber in sich, Gott in ihnen tobt und schreit, wie könnt ihr so sein, dass ihr alles Ewige nicht versteht? Du schaut auf Erfolge in der Zeit, politische Erfolge, irgendwelche religiöse, geistliche oder Synagogenerfolge. Was habt ihr von dem? Die Ewigkeit wird doch verletzt bei euch. Ihr wisst nicht, was Ewigkeit ist. Dann versucht darüber klar zu werden, was könnte Ewigkeit sein? Erfüllung eines Traumes, den man kaum wagt zu träumen. Dass alles Wirklichkeit ist und die Schönen im Guten. Man glaubt es nicht, aber dann, wenn du den Glauben so hast, dass er auf Berge versetzen kann, dann könntest du nicht spüren vom Glauben, dass es wohl bei dir möglich ist. Berge versetzen, verbergen Verborgenheiten in dir, von einem Ort zum anderen bringen, dass sie wach werden, explodieren in dir. Diese Eifersucht Gottes spürt man in der Welt heute sehr stark und in allen Zeiten vielleicht. Unsere Zeit ist vielleicht gar nicht anders als andere Zeiten, nur anders im Sinne, die Umstände sind anders. Die Rolle, die ich erzählt habe, entwickelt sich weiter. Aber wir rollen das Leben ab, die Rolle entwickelt sich und wir lesen weiter und begegnen dem Leben. Aber wohl ist das zu spüren, dass in uns etwas tobt und sagt, dann ist alles sinnlos. Und dann ist tatsächlich von unserer Seite das Gefühl da, von der irdischen Seite, ich finde keinen Weg zu Gott. Gewiss nicht. Gott ist eifersüchtig, er sagt, ich versperre dir den Himmel, der soll nicht aus Kupfer sein, kein Regen wird sein. Man meint keinen Regen für die Klimaforschung, Meteorologie, man meint Regen, das Wort von Gott, vom Himmel, vom Jenseits, vom Nichtbewussten uns, erfahren wir nicht mehr. Es ist gesperrt. Der Weg zum Baum des Lebens ist versperrt. Die Engel stehen dort mit dem Schwert, das sich wälzt und lass nicht zu. Das ist, was für uns dann geschieht. Wir haben kein Organ mehr hinzukommen zum Baum des Lebens, zum Ewigen. Wir haben kein Organ mehr, sind verzweifelt und haben dann das Schicksal des Kain, der desto mehr sagt, ich habe den Abel gemordet, ich morde ihn permanent. Schicksal des Kain. Wie Gott dir noch sagt, unstet und flüchtig wirst du sein. Unruhe wird bei dir sein. Dein ganzes Leben. Du wirst suchen, da, dort, dort, Lexikon kaufen, ein anderes Lexikon, besseres Lexikon, neue Auflage,
kommst nicht weiter. Kannst nicht mal all diese 30 Bände von Lexikon alle lesen. Bei Band 4 schon Band 1 längst vergessen wieder. Das geht auch nicht, spürst du auch. Unstet und flüchtig, gehetzt, gejagt. Das ist das Bild, wie ein Traumbild, das man sich selber vorstellen könnte, sich denken könnte, dass in einem so ist. Kain sagt, man wird mich töten. Und Gott sagt, ich gebe dir ein Zeichen. Was bedeutet das? Wir denken Zeichen und hören oder Zeichen sonst. Das Zeichen ist eigentlich in uns selber da. Wir haben Angst vor dem Tod und verdrängen den Tod. Gott sagt, du wirst von Tod nicht wissen können. Der Tod ist bei dir verdrängt. Du sprichst von allem, vom Tod, nun ja, Begräbnisversicherung und Sterbehilfe und so weiter. Aber der Tod in deinem Leben ist nicht mehr da. Denn der Tod ist vielleicht die Ewigkeit. Du hast Angst vor dem Tod. Angst vor der Ewigkeit. Dein Rauch des Opfers bleibt horizontal, steigt nicht auf. Weil dieses Nicht, dieser Abel bei dir nicht mehr existiert, hast ihn umgebracht. Das sind die Geschlechter von Kain. Also, Gottes Eifersucht bedeutet für uns selber, und sie tobt in uns auch, wie ist es möglich, dass ich Frieden habe mit einer Antwort? Das kommt auch anders. Wie ist es möglich, dass ich Frieden habe mit einer Antwort, die nur das Problem verschiebt? Sagt, hab jetzt eine Betäubung, einen Rausch, in dem du Chemie studierst. Oder damit du Reisen machst jetzt, Ethnologe wirst, die Negerkultur studierst und die Tänze auch studierst, was die Tänze bedeuten. Was hat das mit deiner Ewigkeit zu tun? Wenn du die Ewigkeit kennst, wenn die Tänze dir nah sein, der Neger, und die Gedanken, die Kulturen, wenn dir nah sein, spürst in dir, die sie gerne erfahren, sie kommen dir fast zugeschickt. Zufall, sagt man, sie kommen mir zugefallen, geschenkt sind mir. Nicht, dass ich sage, ich muss studieren, dann werde ich mal sehen. Die Leute oft sagen, meine Kinder, wenn sie erwachsen sind, sollen sie Religion selber wählen. Also gescheit, durch Vernunft, durch Gesetzmäßigkeit. Dann wählen sie Gesetzmäßigkeit, den Weg von Kain. Nicht schon das andere getötet. Ja, ich kann meine Kinder nicht indoktrinieren. Das weiß man nicht. Vielleicht ist es gut, dass du den Kindern dein Glück erzählst oder dein Unglück erzählst, so wie du bist. Gib es ihnen weiter. Versuch doch, eine Beziehung zu haben zu ihnen. Nein, Beziehung nur Karriere, Studium, Diplome. Dann bist du ein gutes Kind. Weil wir dann in der Gesellschaft sagen können, mein Sohn hat jetzt einen Doktor gemacht, meine Tochter ist das und das. Ja, und die Söhne und Töchter haben weiter wenig Beziehung mehr. Aber man kann das so sagen. Also diese Eifersucht, sehen wir auf merkwürdige Weise, kommt vom Männlichen her. Und das Männliche in der Sprache, Zachar im Hebräischen, hat mit dem Begriff des Erinnerens zu tun, das innen ist. Ein Leben im Inneren, im Verborgenen. Es kommt aus meinem Inneren hervor. Die Sprache sagt es schon, wie die Sprache so viel sagt, dass wir nicht überlegen, was die Sprache uns eigentlich sagt. Erinnert sich, von dem Innen kommt es hervor. Dort lebt es, verborgen. Das Männliche ist dieses Verborgene. Auch schon gestern erzählt, glaube ich. Das Weibliche, das Hohle, Umhüllende. Zusammen ist es was. Wenn das Hohle erfüllt wird von dem Inneren, dann ist das Ganze eine gute Einheit. Vollkommen. Wenn nicht, ist es nichts. Die Frage also, wie kannst du meine Umhüllung, wie kannst du das Erscheinende bei dir, wie kannst du Vernunft, Verstand, Studium, wie kannst du Götter suchen? Überall in deiner Unstetigkeit, deiner Unruhe, vor dem Fliehen vor deinem eigenen Ich, bist du auf der Flucht. Der Mensch auf der Flucht vor seinem Ich, ein Buch, das auch so heißt. Du bist vorher an der Flucht vor dir selber und du suchst nicht den Sinn, du Umhüllung,
Vorüberziehendes, Zeitliches. Warum suchst du nicht, wo ist die Beziehung zum Ewigen da? Ist keine Wärme da, die mir das erzählt? Wenn bei dir anfängt, dass du es glaubst, dass eine Instanz in der Welt wäre, eine Person, etwas, ein Gott, der zumindest so gut ist wie du selber, wie du dann Gutes gerne schenken möchtest und das träumen möchtest, glaubst du, dass er das nicht schon längst auch hat? Wenn ein Mensch liebst, glaubst du, dass er alles kann? Da hat man nicht mit Mann und Frau hier zu tun, was hier zu mit dem Verborgenen ist, das Männliche, und dem Erscheinenden, das Weibliche, ob wir Mann oder Frau sind. Deshalb spüre ich jetzt, dass Gottes Eifersucht bedeutet, dass meine verborgene Seite schrecklich enttäuscht ist, deshalb depressiv ist, bis zur Vernichtung bereit wäre, aber es doch nichts tut. Wie Abel es am Ende dieser Urgeschichte doch nicht tut. Lieber sich selber hinrichten lässt und es doch nicht tut. Man könnte vom Neuen Testament her denkend sagen, wenn Jesus so großartig ist, dann hätte er sagen können, jetzt werde ich mal den Blitz und Donner kommen lassen und Erdbeben. Nicht, dass er nur ein bisschen Erdbeben, sondern das sollen all diese Feinde von mir, Römer und Pharisäer, Schriftgelehrte, alle untergehen, ich werde sie mal zeigen. Er lässt sich hinrichten. Wie bei Abel, es ist der Sieg von Abel, dass er getötet wird. Es bedeutet, ich ziehe mich ins Verborgene zurück, weil, indem ich mich zurückziehe ins Verborgene, ist die Verborgenheit im Menschen immer da. Und in deiner Verborgenheit, Mensch, dort lebt die Ewigkeit. Das weiß ich aber nicht, die Verborgenheit. Dann erlebe die Bedeutung der Verborgenheit. Erlebe das Vertrauen, das du schenken kannst. Treue, wo es dir nicht nützt und du doch Treue hältst. Liebe, dass sie werden nicht zurückgeliebt, doch schenkst du das. Es bleibt verborgen. Das ist die sich zurückziehen in der Verborgenheit. Gott zieht auch den Baum des Lebens in die Verborgenheit zurück. Der Mensch kann ihn nicht sichtbar erreichen, nur durch eine Verborgenheit. Eine Mitteilung an uns, die Eifersucht Gottes sagt, ihr seid mein Eigentum, das bedeutet, ihr gehört mir, das Zeitliche gehört mir, dem Ewigen. Ihr wollt nicht, ihr wollt selber zeitlich mit eurem Maßstäben des Zeitlichen wollt ihr das Ewige erobern, wie der Turmbau zu Babel. Ihr erreicht den Himmel niemals, wie hoch ihr auch bauen werdet, da kommt ihr nicht erreicht. Je größer und größer man wird, niemals kannst du Gott erreichen. Nicht durch deine Größe, deine Wucht, deine Berühmtheit, durch deine bescheidene Liebe, die man nicht kennt. Das könntest du nicht anders handeln, mehr das Zusehen, dass man besser das versteht. Ich kann nur so handeln und leben, wie ich bin. Ich kann nicht anders, könnte mit Luther sagen, hier stehe ich und kann nicht anders. So ist es nun mal, was habe ich dann tun können, so ist es nun mal. Und das sind Worte, die eben alles zeigen von nicht können, sondern etwas ganz anderes. Wie man auch immer sagt, nicht die Werke, sondern die Gnade. Das ist ein theologisches Prinzip. Man glaubt, man könnte das überrechnen, erklären. Gnade ist eine Überraschung. Es bedeutet, nach Gesetz käme es niemals. Nach Gesetz muss es eben nicht kommen. Gnade sagt, komm doch. Nach Gesetz könnte der Isaak, Sohn von dem alten Abraham, der alten Sarah, die keine Frau mehr ist in diesem Sinne, nach Gesetz kann kein Kind mehr kommen. Doch kommt der Sohn dort. Wie das im Galaterbrief doch auch, diese Vergleichung auch gemacht wird, zum Isaak hin. Man spürt, man kann da nichts tun, studieren. Es ist eine Sucht, eine Sehnsucht, eine Frage, wie komme ich dorthin? Also Eifersucht ist nur dann tödlich, wenn sie von der erscheinenden Seite, von unserer Mann oder Frau, von unserer weiblichen Seite kommend ist. Dann ist sie tödlich, wie Kain, Kone, kaufen. Von der göttlichen Seite sehen wir immer, und Gott lässt sich bitten.
Wenn Gott sagt, jetzt werde ich das Volk der Hebräer, werde ich es vernichten, mit dem goldenen Kalb oder mit den Kundschaftern. Da sagt Mose zu ihm, das tust du doch nicht, bist du vollkommen von Sinnen geworden, du tust es nicht. Ja, sicher nicht, ich möchte nur, dass du mich bittest. Ich spüre doch, muss jemand sein, der mit mir spricht. Ja, kein anderer, wir selber werden dann sagen, das ist doch nicht möglich, dass du die Ewigkeit von uns nimmst, die Unsterblichkeit von uns nimmst, die Auferstehung von uns nimmst, das ist doch nicht möglich. Da sagt unser Nichtbewusstes. Und weil wir, glaube ich, diese Seite von Gott nicht verstehen, nur Gewinn suchen, wir deshalb den Abel töten, ist bei uns die Unruhe da und die Eifersucht, die tötet. Die Eifersucht, wie die wir kennen, ich kenne sie selber, unsere Universität war besser als die andere. Wir nannten keinen von der anderen Universität, weil das war nie gut gelernt. Jeder Professor ist eifersüchtig, hütet seinen Schatz, wie der Geizhals. Er hütet ihn, hat Angst, dass er von ihm wegnimmt, muss ihn zitieren, nochmal zitieren, noch einen Brief schreiben, dazu auch noch. Mir ist doch egal, ob ich zitiert oder nicht, sollen die nur. Also, es bedeutet, diese Eifersucht kann nur sein, dort, wo wir nach Gesetzmäßigkeit allein leben, und so kommt auch die zerstörende Eifersucht in der Ehe, in die Ehe hinein. In jede Beziehung von Mensch zu Mensch. Eifersucht bei Freunden. Wie oft bemerke ich auch nicht, dass Leute irgendwie ausmessen, wie viele Stunden hast du dem gegeben, wie viele Stunden gibst du mir. Wenn ich anfange zu messen, die Stunden, da werde ich verrückt, dann kann ich gar nicht mehr. Es kommt, wie es gerade kommt. Schaust mehr zu dem als zu dem. Mag sein, ich tue das mit Absicht. Ich weiß es nicht, das geschieht dann so. Im Anfang zu messen, ist man schon gefangen von der Naturgesetzmäßigkeit. Ich sage immer, hört auf, wenn ich Streit bin, dann will ich von keinem von euch wissen. Denn Streit mag ich nicht. Man ist zusammen oder nicht. Man streitet, wer mehr, wer weniger ist. Das ist zerstörerisch, tödlich. Und die kann nur sein, diese Eifersucht, wo man messen kann, Maßstäbe hat, hier quantitativ, was ist mehr, was ist besser. Wo wird mehr zitiert, welches Buch wird mehr verkauft und so weiter. Ich weiß nicht, wenn Leute mir ein Buch nicht kaufen, schadet um die Leute. Vielleicht die Bücher weiß ich auch nicht, das ist das Schneiderwissen. Aber für mich ist das, sage ich, schadet um die Leute. Sie hätten vielleicht vieles erfahren können. Weil sie mich nicht hören wollen, sehen wollen, ich schade um die. Ich sage nie mehr schade um mich. Ich bin sehr glücklich. Ich weiß nicht, wie ich das so erklären muss. Aber weil ich spüre, diese Eifersucht, diese Konkurrenz, der Kampf fortwährend mit den anderen, sich vergleichen, wer mehr hat, wer weniger hat, das ist irgendwie tödlich. Es bringt eine Unruhe in die Welt. Und wenn wir ihn sehen, wie in der weltlichen, in der zeitlich erscheinenden Ehe dann Eifersucht oft spielt, bedeutet es, dann fängt man an, sich zu messen mit gesetzmäßigen Maßstäben. Da sage ich ja, ich höre manchmal, wenn eine Frau, der Mann eifersüchtig ist, oder der Mann oder die Frau, da sage ich, dann habt ihr bei euch nicht die Sicherheit von Gott des Besitztums. Besitztums in anderem Sinne nicht, dass ich es zwingen, sondern Besitztum Teil meines Lebens. Was Teil meines Lebens ist, kann nicht weg. Wenn es hier davonläuft, dann schadet um dich hier. In Ewigkeit wird etwas anderes sein. Hier, wenn du nicht willst, nicht kannst, dann sollst du mal. Ich sage, niemand wird dir sagen, schadet um mich. Vielleicht bin ich sehr eingebildet, ich weiß nicht. Aber ich denke doch, ich kann nur sagen, ich empfinde wohl eine Enttäuschung, aber um dieses Menschen willen. Nicht enttäuscht, dass ich etwas nicht gut getan habe, mag sein, dass ich etwas falsch gemacht habe, dann werde ich vielleicht versuchen zu reparieren. Aber wenn einer einfach nicht will und anderen losläuft, soll er, sollen sie, ich bin vollkommen gleich. Ich habe es öfters im Leben, nicht so oft zum Glück, doch einige Male mitgemacht, ja, so soll das so sein, dann sind sie woanders. Und wenn sie wieder zurückkommen, ich jetzt mal wieder erlebe, Leute können nach Jahren zurückkommen, ach schau, ist wieder da. Aber ich habe nicht, dass ich sage, jetzt habe ich gesiegt. Ich freue mich, vielleicht bleibt er, bleibt sie jetzt, weiß ich auch nicht.
dass die Welt jetzt immer Eifersucht hat, im Sinne der Gesetzmäßigen,